Oder warum er so eine Scheiße macht. Okay, los. Wir können es noch schaffen. Oh, Mann! Du blödes A-Loch. Toll. Schnell, schnell, schnell! Willst du nicht verkackeiern? Es ist genau da. Ach, Mann. Nee. Du bist einfach nur kacke, Ezio. Also, kann man wirklich nicht mehr anders sagen. Ach, Mann. Was ist nur los mit diesem blöden Penner hier? Okay. Nochmal. Ja, nee, ist klar. Jetzt kannst du es auf einmal, ne? Ach, jetzt hättest du es eigentlich schon fast verdient gehabt, dass du ihr wehtust. Mann. Okay. Nochmal. Komm schon, komm schon. Schon wieder, Mensch. Da willst du mich verkackeiern, Mensch. Na, geht doch. Also manchmal komme ich mir wirklich vor, als wenn er ziemlich wirklich verarscht. Also, ach, ehrlich, liebe Entwickler, ihr habt wirklich, ihr habt uns allen keinen Gefallen getan. Also. Nee, du bleibst jetzt hier, mein Freundchen. Nein! Alter. Alter. Jetzt. Yes. Geschafft. Geschafft. Oh. Mensch. Das hat jetzt aber gedauert. Mann, Mann, Mann. Dieses Siegel haben wir uns wirklich redlich verdient. Mein lieber Scholli hier. Ich hoffe, das letzte Grab wird nicht so ein Hoschek, also Mann, Mann. Okay, sonst ist ja nichts mehr. Okay, na dann. Her mit dem Siegel. Das Song hat es jetzt wirklich verdient. Oh. Ja, eine Peitsche, ja. Die würde ich jetzt auch gern schwingen nach dem ganzen Ärger hier. Ach, na jetzt. Schön ruhig bleiben. 5 von 6 Siegeln geschafft. Jetzt können wir schon mal aufatmen. Das Geheimnis von San Marco geschafft. Juhu! Und wo kommen wir raus? Wieder aus dem Gully. Toll. Anna J. Das haben wir endlich geregelt. Ja, so langsam bin ich richtig müde, man hört's. Na dann. Auf zu Leonardo. Mal schauen, ob sein Flugapparat uns helfen kann.
werden, da es Berichte. Oder vielleicht nochmal schnell wieder nach Hause fahren. Mal gucken. Ah, da geht's nach Hause. Natürlich verkehrt rum. Ach na ja, auch mit uns. Das kriegen wir doch locker hin. Und damit uns. So. Endlich. Auf nach Hause, wir müssen mal wieder unsere Truhe ausleeren. So. Na dann. Erst Geld abholen und dann shoppen gehen. Bin gespannt, was wir uns schon wieder alles leisten können. Oh, der Villa ist voll. Ja, das weiß ich schon. Deswegen bin ich ja zurückgekommen. Mensch, Mensch, Mensch. So. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich noch wieder runter die Kammer. Okay, das war's nicht. Also hierhin mit der Peitsche. Ha. Tja, Rüstung von alter Ia. Noch ein Grab, dann gehörst du uns. Dann auf zur Shopping-Tour. Ja, oder wir gehen einfach die Wände hoch. Das kann auch gehen. Ach, Mensch. Ja, natürlich erstmal unsere Rüstung reparieren. Die hat ganz schön Schaden gekriegt. So. Na dann. Schauen wir mal. Da gibt es schon mal nichts Neues. Bei den Waffen wahrscheinlich. Oha. Hm. Schiafona. Aber hier ist mal noch den Krummsäbel. Und jetzt das Schiafona für uns. Mal schauen, haben wir jetzt alles? Bereits im Besitz? Bereits im Besitz? Ja. Ciao, Signor. Tja. Und empfiehlt uns hebt bitte alles weiter. Den Wert unseres Heimes. Gewaltig sogar. Na dann. Zurück nach Venedig. Da wird Leonardo uns ja hoffentlich helfen können.
portugiesischen Botschafters erinnert der Rat alle Bürger daran, keine Fische aus den Kanälen der Stadt zu verzehren. Es gilt als heilige Bürgerpflicht. Aha. Ich würde gerne wissen, warum er das abrät, Fische aus dem Kanal zu verzehren. Aber, naja, ich glaube, das möchte ich nicht wissen. Denn ich wette, das Wasser ist nicht so schön sauber. Ah, hier sind wir ja schon bei Leonardos Werkstatt. Na dann. Alter Freund, hoffentlich kannst du uns helfen. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Leonardos Flugmaschine testen hat, das kann was werden. Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht um leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Oh je. Ich habe Angst. Muss ich wirklich? Oh Gott. Nein. Hey. Oben bleiben. Oh, ich stelle mich gar nicht so blöd an. Na, warum stürze ich ab? Das ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Aua. Da will bist du mal weitergekommen als bei meinem ersten Flug. Ich kann's nicht glauben. Es klappt. Es klappt. Du bist geflogen, Ezio. Geflogen. Sie, aber nicht sehr weit. Nun, was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut. Lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio. Hoffen wir meine mal. Meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein Ezio di merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee. Naja. Oh. Heurika, natürlich. Genial. Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend, in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun, aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Alles klar. Gut begonnen ist halb gewonnen. Um die Wachen kümmern, damit Antonios Männer die Feuer anzünden können, die der Flugmaschine Auftrieb verleihen. Gebete gesäubert, okay. Na dann.